Hallöchen meine Freunde und damit herzlich willkommen wieder zurück zu der Hunter Classic. Zusammen mit dem Klicki, hallo. Hallo. Ja, ist, nö, das ist der falsche, nö, ja. Ja, wir sind weiterhin noch auf der, halbwegs neuen Karte, diesmal aber am anderen Spawnpoint, und zwar da oben. Denn wir gehen jetzt, also da, denn wir gehen jetzt mal auf den Berg und gucken mal, ob wir einen Bergschar finden. Und die anderen kleinen Viecher, ne, diese, ne, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie sie heißen. Die großen Schaf und diese Kaninchen da. Schneehuhn. Genau, diese Hühner da. Kaninchen. Kaninchen, Hühner, je nachdem. Und so, was halt sonst noch so rumläuft. Wir gehen jetzt einfach mal hier quer den Berg hoch. Weil wir es einfach können. Ja, ist ein schöner Bogen, habe ich auch. Bogen dabei? Müssen wir dann, wenn es drauf ankommt, so nochmal erklären, wie das ging. Aber ich habe ihn erstmal dabei. Weiß ich jetzt gerade eigentlich auch nicht. Ja, drei okay, hinten hast du aber, guck mal, da hast du einen Bogenschießstand. Ach ja. Direkt daneben, da kann man fix hinmachen und du siehst es ja gleich, wenn du den mittleren Pin anhältst. Hm, stimmt. Da braucht man dich nochmal nachgucken. Wieso wusste ich gar nicht, dass so eine, so eine Bogenrange ist. Ist ja komplett versteckt. Aber sie ist versteckt, wir waren halt hier vorne zwischen den Häusern, ne? Mhm. Ja, Englisch. Clay Shooting Rain. Ja, viel Sprache. Also ich würde sagen, das hier vorne. Guckst du erstmal, welche Reichweite das ist, ne? Ich prüfe. 20 Meter ist das erste. Hast du 40 Meter, 60 Meter. Was ist das an hinten? 80 oder wie? Ja, nicht so weit triffst du eh nicht. Ja, das ist richtig. 80, 90. So 20, ich denke einfach mal. Der zweite Punkt. 20 Punkte, ja. Der zweite Punkt ist. Also, was hast du vor ein Visier drauf überhaupt? Okay. Ach so, ne, ich habe ja das 5 Punkt drin. Das. So, ne, ich hab das 3 Punkte drin. Weil wenn du siehst, wenn ich jetzt hier daneben bin und mich hier drehe, siehst du das? Ja, du hast nochmal so einen extra Aufsatz, aber da hab ich drauf geklickt, da hab ich nichts dafür. Achso. Ich hab jetzt mit dem mittleren angehalten, da war ich bei. Wenn du 3 Points hast, müsstest du das oberste nehmen, glaube ich. Also? Ja, das oberste müsste dann. Das müssten dann 20, 30, 20, 40. Naja, 18 Punkte waren das jetzt. Also schon mal mehr. 25 Punkte, okay. Das passt dann genau. Das sind 20, also 20, 40, 60 so auf Deutsch übersetzt. Ja. Ja, und 25 Punkte. Bei mir sind es 10 Meter Abstände. Ah, okay. Aber da habe ich ja noch 50 dann nichts mehr. Ich probiere mal hinten das letzte Ding. Halt doch, wenn ich den untersten nehme, habe ich hinten bei der dritten Scheibe 20 Punkte. Mhm. Müsste man auch sehen können, wenn man jetzt hingeht. In der Theorie. Achtung, ich laufe hier vorbei. Au, Pfeil im Kopf! Da siehst du, wie sie stecken. Also, wollen wir mal hinten. Das sieht natürlich auch aus. Ja, das funktioniert, okay. Einer, jetzt weiß ich nicht, welcher meiner war. Aber ich hatte 20 Punkte, das müsste meiner gewesen sein, der eine. Und hier haben wir jetzt noch. Also hier habe ich einmal drauf geschossen, jetzt stecken aber schon 4 Pfeile. Ja, da habe ich jetzt öfters noch drauf geschossen. Aber da hatte ich ja auch 20 Punkte, also muss es auch in dem Kreis gewesen sein. Aber werde ich eh nicht benutzen. Alles, was über 20 Meter ist, ist. Da brauchst du wieder mehr Übung, da reicht das einmal wöchentlich Spielen hier nicht aus. Hm. Ich will ja nicht ständig hinterherlaufen hinter dem Tier. Nö, das ist richtig. Gut, wir haben auf jeden Fall genug Bewaffnung dabei. Ich habe noch diese. Pilkington 22er dabei und noch einen großen Muzzle Loader, den modernen, mit Sabotkugeln. Hm. Dann kann ich nämlich zur Not auch noch damit auf so einen Lauf drauf hauen. So. So, jetzt gehen wir aber mal zum Ziel. Richtig.
Hast du genug die bunten Kreise angeguckt jetzt, ja? Ja, ja. Waren schön rund. Ja. Und da schauen wir mal. Wird bestimmt schön, wenn wir so oben da liegen. Auf einmal geht's neben uns dann. Bäh. Aber ich habe jetzt hier mal das Tarnungsanalyse öffnen. Also hier wirkt es noch nicht. Ne? Okay. Also die Bäume müssen erst weg sein. Guck, wenn du jetzt hier rechts hoch guckst, siehst du oben die Felsen. Das ist wie bei Val de Bar, halt nur oben auf den Felsen, wo nur noch ein bisschen grün ist. Ach, guck, schon wieder ein Ameisenhaufen da hier. Das ist ein Ameisenhaufen. Okay. Ja, sieht ein Ameisenhaufen aus. Guck mal. Auf jeden Fall habe ich die 7 mm mit vom letzten Mal. Eine Pistel für die Hühner, weil die sind zu behandeln wie Fasane oder Kaninchen. Extrem kleine Tiere erfordern extrem kleines Profil. Projektil. Projektil. Dass dein Profil kleines wissen wir, weil so oft spielst du nicht. Danke. Oh, eine schöne Kiefer. Schön, dass du weißt, dass das ein Kiefer ist. Ja, halt. Vor uns, ja. Grizzlybär. Jetzt Geräusche machen. Ach, vor uns, mehr weit entfernt. Ja, bei mir. Ja, vor uns halt. Ein bisschen links. Ja. Aber immerhin vor uns. Guck aber über auch links und rechts, weil du weißt ja, wir haben da null Skill. Richtig. Mit den langen Nadeln, das erkennst du doch. Das kann ja nur eine Kiefer sein. Ist, wenn ich das letzte Mal im Wald war? Dann ist das. Ist halt die Frage dann Weimutskiefer, Astkiefer, ne? Gibt's ja genug Unterschiede da noch. Der Almatland. So, ich habe ja sogar ein Special-Item mit. Achso, ich habe ohne Fähigkeit, die werde ich aktivieren. Der Wind zieht zu uns, das ist gut. Ne, ich habe noch diese komische Windsprühdose. Guck mal. Und. Siehst du, wie es Moos auf der Äste hängt? Wahnsinn. Haben sie neu gemacht. Ne, ich hatte noch diese von Anno dazu mal diesen Windsprüher da. Habe ich auch noch. Und da waren aber immer nur noch zwei Ladungen drin. Und jetzt habe ich mich entschieden, den mitzunehmen und die zwei Ladungen mal leer zu machen, dass das Item halt mal weggeht. Mhm. Naja. Ich habe das immer mal wieder neu gekauft. Also für GMS halt, ne? Also, ja. Das brauchst du, wenn du jetzt auf Raubtiere gehst wie Fuchs und so, dann brauchst du es ja schon. Weil du hier ja keine Anzeige hast wie dem anderen da. Jetzt, wenn du Hirsche machst oder so, das. Ja. Ja, dichtere Vegetation hier oben. Bis sie dann komplett wegstirbt. Mücken gibt's hier auch wieder ohne Ende. Sagen wir mal so, wenn wir den Grizzly zu nahe kommen, greift er ihn an. Spätestens dann merkt man's. Ja, jetzt habe ich auch keine Verteidigung, sie sind doch eher eine Verteidigungspistole mitnehmen sollen. Kann ich da jetzt reinmachen? Die hilft da sowieso nicht. Ist das ein Muscle da, oder? Wenn man zu den Leuten knallt, da haut er schon ab, würde ich sagen. Machen wir am besten mit Kimmo und Korn, weil nur das geht für die Nähe. Schaut mal schon mal nach. Hörst du das? Nö, ne? Nö. Ja, kommen aber halt auch aus einer blöden Position, ne? Von unten nach oben. Ja. Das ist immer. Kann nur sein, dass da schon längst nach links oder rechts weggeschliffen ist. Ja, ja. Die sind schnell unterwegs, die Boys oder Girls. Ne, warte mal, was ist denn das da? Das ist ein Stein, alles klar. Wahnsinn. Ja. Männlich oder weiblich? Genderneutral, die. Ja, ich weiß nicht, auf jeden Fall ziehend. Ja, ja. Stein ziehend. Nee, rollt auf mich zu. Renn weg.
So richtig schön. So durchs Fernglas so, jetzt kann ich ihn identifizieren. Und voll reingeknallt. Direkt ins Visier. Hier jetzt zum Beispiel wäre das wiederum besser gewesen, hätten wir diese Leitung von Hirschfelden gehabt, den Gilly. Gerade jetzt hier, wo die ganzen Birken kommen. Mhm. Ne, da ist er natürlich dann ideal dafür. Aber jetzt siehst du hier, jetzt kommen hier ganz flache Bäume, jetzt siehst du gar nichts mehr nach vorn hin. Ne. Hat aber auch nicht nochmal gerufen. Der hat er überhaupt gerufen oder haben wir nicht so gehört? Ne, also der hat schon so. Ich habe bei mir halt nur das Handarmate so. Also. Das war's so, ich gehört habe ich gar nichts. Gut, könnte sein, dass halt in dem Moment ich vielleicht geredet habe oder so. Ich hab hier eine Spur. Vom Bären? Vom Bären scheinbar, ja. Ich geh mal näher hin. Also auf der Höhe, wo ich bin, war er auf jeden Fall. War die Analyse schon mal gar nicht so versaut. Er ist in, ja, da wo du bist, ein bisschen weiter links, geradeaus hoch. Also so auf der Ebene, wo ich jetzt hingucke, so in den Radius ist der Stammfeld da hoch. Oh! Jetzt höre ich aber mal Pitti, das was da ist. Richtig. Das ist, muss auch direkt vor dir sein. Na gut, da kann man sich aber beweisen, obwohl hier hält er die Tarnung noch nicht. Aber halt, wenn man das mit dem Bogen machen möchte. Ich habe jetzt hier auch eine Spur gefunden. Gott, ist das hier dicht. Oh ja, hier habe ich Bärensporen jetzt. So. Dient aber in die Richtung hier runter. Also da ist hier ins Tal gezogen. Mhm. Also weil hier, wo ich jetzt stehe, geht dann gleich nochmal eine Ebene. Die geht direkt nochmal wupp und runter. Mhm. Okay, gut. Ja, ist dann quasi... Ja, jetzt nur die Frage, die Vapitis müssten hier schon bei der oben noch sein. Da rüste ich mal wieder um. Den Bogen. Ist ziemlich gelblich hier. Ja. Nix für Allergiker. Moment. Irgendwas habe ich jetzt hier. Ich habe den Bogen gezückt und in dem Moment kam oben rechts schon die Dings, dass ich irgendwas entdeckt habe mit bloßem Auge. Ja, weil ich gucke jetzt zu dir ja so quer runter, siehst du ja, ne? Ja, du musst irgendwo ein Vieh direkt vor. Ach, richtig. Ach, Krischi liegt vor und nee, das Vapiti liegt vor mir. Das pennt. Echt? 14 Meter vor mir. Das pennt hier. Könnte ich ja hier von hier aus mit dem Bogen mal. Oh, das schläft. Das ist total lang. Schon, das war komisch. Wie ist das von hier? Ich habe genau links neben mir aber einen Stein. Das war das, was Furzen gerufen hat. Ja, stimmt, die Spuren folgen jetzt auch zu dir. Ich komme jetzt gerade von oben, so sagte. Willst du schießen? Ich bin 50 Meter von dir entfernt. Ja, das es liegt Leute. Genau, warte, ich markiere es, dort liegt es, ganz genau. Au. Da muss ich es ja bald küssen. Ja, ja. Also wie gesagt, zwischen mir und dem Tier ist eine Tanne. Okay. Hast du es im Allgemeinen im Visier? Nicht, dass es jetzt aus Versehen aus irgendeinem Grund aufschalte. Ich habe es hier im Visier. Wie gesagt, 14 Meter von mir entfernt. Ich brauche das Fernglas nicht dafür. Nö, ich auch nicht. Ich gucke ja nur von oben. Aber ich glaube, das ist noch eine Ebene unten drunter, wenn mich nicht alles täuscht. Da ruft aber noch eins. Richtig, das ist da oben. Ja gut, das ist ja ein ganzes Stück noch entfernt. Das ist noch ein ganzes Stück entfernt, ja. Ja, dann... Also du müsstest das jetzt mal gleich ertreten eigentlich fast. Ich glaube, ich bin fast eine Ebene einfach über den. Geht das so einen kleinen Abhang runter? Das sehe ich nicht. Links neben mir, du siehst bestimmt so einen großen Stein. Ja, ja. Genau da dahinter schock ich. Ach so! Ja, und ich bin direkt über den Vieh, würde ich mal fast behaupten. Ich bewege mich mal jetzt nur noch in minimalistischer Bewegung. Mal, kann das sein, dass bei dir in der Nähe irgendwo laute Musik ist? Ja, 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 ja. Die Nachbarn. Ich höre im Hintergrund immer noch so den Bass-Sound. Richtig, 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 ja. Ja, 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 das sind
Sind wir da die Nachbarn, die wir da ein bisschen Koks durchziehen? Da machen die immer Musik an, dass man es nicht hört. Ach, das kommt hier durch den Wald geheilt. Nee. Was soll ich jetzt da drauf schießen oder was? Oder willst du, wenn du es besser siehst? Ach, jetzt sehe ich es auch. So, ich hab's noch analysiert wegen Dings. Das ist ein Weibel. Ja, das hab ich auch. Was kann ich selbst ohne Fernglas? Achso, ja, also ich bin jetzt 10 Meter von ihr. Würde ich sagen, ja. Weil das deines Amtes. Wieso denn? Kannst du auch schießen? Weil bei mir ist so, das liegt ja vor mir. Ja. Vorne ist der Kopf so rum. Also ich kann Lunge oder so. Achso, kannst du nicht treffen. Nicht direkt an, also jetzt mit Bogen, wenn ich jetzt mit dem Gewehr durchhämmer. Okay. Ja. Also 11 Meter, das siehst, das ist der. Über du den. Das ist ja nur 20. Ja. 40. Richtig. Also müsstest du auf den nur auf 20 zurückgehen oder halt noch ein bisschen drüber zielen. Boah. Geh ich mal. Was ist denn jetzt hinter mir? Hinter mir aus dem Boden, ne? Okay. Aber sieh zu, auch, dass du die Lunge triffst, ne? Sonst. Achso, der Bogen hat ja nicht so einen geilen Durchschlag, ne? Ja, doch. Der ist schon nicht schlecht. Aber wenn du natürlich nur einen Arsch triffst. Natürlich gucken, nichts dann, ne? Achso, dann muss ich das aber auch immer umrunden. Ach, da sehe ich dich doch. Hallo. Das muss schon reichen. Jetzt bist du schon über fast zu weit, jetzt bist du schon fast vorne beim Kopfteil. Achso, also ja, ne, hier hab ich einen Boom, dann war ja so, oder was? Ja. Okay. Ja, so. Weil jetzt so, wenn du siehst, der Kopf ist rumgeschlagen zu mir. Achso, jetzt gut, jetzt sind es genau 9 Metern. Also gehen wir noch ein bisschen zurück. Jetzt sind es genau 13 Meter, ja, noch ein bisschen zurück. 15 müsste dann trotzdem klappen. Muss halt ein bisschen über dem Punkt noch zielen, ne? Achso, ja. So ein bisschen tiefer dann. Ich hab's aber gern, oder? Das 16. Ruf das andere noch. 18, 19. Du siehst aber noch, wo die Lunge ist, oder? Ja, so ungefähr. Wir drücken uns einfach mal alle gegenseitig die Daumen. Ja. Ich hab seit Ewigkeit nicht mehr mit dem Bogen geschossen. So, dann analysieren. Die Luft anhalten nicht vergessen. Natürlich. Oh, das war jetzt fast über mich drüber gerannt hier. Richtig. Es hat keinerlei Aufschrei gemacht. Aufschrei? Naja, im Sinne von wack, wack, wack. Wie sind die anderen Netze waren? Ist ja auch kein Reh. Achso, gut, stimmt doch, oder? So, jetzt kommt die Entscheidung. Also es klang noch einem Einschlag. Ich hoffe auch. Oh, sieht doch noch viel Blut aus. Und habe ich jetzt hier nur. Und, ach ja, die Verletzung können wir auch noch nicht analysieren. Echt nicht? Nee, da brauchst du doch mindestens Level 2 oder so in der Spurensuche. Oh, na geil. Aber das sah noch viel Blut aus. Das ist über den Stein drüber Ach, hier ist es runtergekommen. Ja, und ich stand hinter dem Stein halt, ne? Flücht. Dachte ich erst, oh. Aber es hat ja kein Geweih gehabt. Ja, jetzt habe ich hier Rocky Mountain Tracking with Skillet Up. Level 2. Oh. Mal gucken, wenn ich jetzt analysiere. Jetzt ist ja die Blutspur weg oder was? Ne, sehe ich trotzdem halt. Ach ne, das zählt ja erst, wenn du dich schnell einloggst. Ach so. Ja. Stimmt ja. Du musst rausgehen aus dem Spiel wieder rein, dann zählt das Skill Level erst. Also so war es zumindest. Ich denke auch mal, es ist noch so, ja, hier steht noch flüchtend und blutend. Das ist die nächste Spur. Ich gehe schon mal ein bisschen vor, wieder. Also in die Richtung, wo das andere herkam. Ja. Das hätten wir mal anlocken können vielleicht, ne? Verdammt. Ach so, ja, gut. Also mir gut, nicht, dass das andere davon aufgewacht wäre. Hm. Wie es da ist. Mal. Aber dass das hier so ganz alleine pennt, ne, ist auch komisch. Hat scheinbar keine Lust. Hier habe ich noch eine Spur von dem Tier. Ich finde jetzt hier gerade nichts mehr an Spur.
Raus noch. Ihn. Wisst ihr, ich wollte mal probieren, ob ich jetzt nur den Fehler immer noch habe oder ob da eine weg ist. Hm. Also, Ach, ist das dein Ernst? Jetzt habe ich den falschen genommen. Hä? Ich muss mal kurz. Ach. Wo ich kurz die ganz kurze Unterbrechung hatte, ne? Ja. Wo es ja hieß hier, wo du irgendwie Lautstärke umgestellt hast. Hm. Da ist er raus und ich war wieder ganz normal. Also hat mich aus dem Inventar geschmissen. Ich hatte aber schon alles gewechselt, ja. Jetzt habe ich die ganzen Enden-Lockpfeifen dabei. Sehr gut. Er hat das quasi nicht übernommen. Weil ich ja nicht wieder aufs Spiel wieder aufnehme, sondern du hast mich ja rausgeklatscht. Ich dachte, das hat er behalten. Hm. Okay. Mir hat jetzt irgendwas gerufen, ich kann es auch nicht analysieren. Ich muss mal gerade meine Spurenfarbe ändern. Die ist jetzt der Kies, ist ja, denke ich mal, nur eher eine Un. Hast du doch kopiert. Ja, ich hatte Rot, aber Rot erkennst du. Lila auch? Geht recht gut. Lila, okay. Lila siehst du sehr gut Englisch. So, ja, gut, dann kann ich das ja. So, das ist jetzt hier Spielinteraktion. Lila, wie sah denn Lila nochmal aus? Ach, das da. Nee, so rötlich oder ist es dieses Pinke da? Nee, es ist ja pink. Nee, Lila. Korrekt. Du hast doch den Farbmischer. Ja, du kannst den Pfeil hoch und runter machen, bis es lila ist. Von blau leicht ins rote rein. Dann wird es so lila. Ach ja, oh, ich muss ins Spiel zurück. Hier bewegt sich was. Das ist ein Wolf. Oder? Sicher? Sieht auf jeden Fall komisch aus, auch sah komisch aus, ist es stehen geblieben. Pass auf, das ist ein Rotkäppchen erwischt. Das arme Rotkäppchen. Das ist der arme Wolf. Doch, das ist ein. Ja, was ist denn das? Sieh mal. Wolf, männlich. Hm. 22 Meter. 30 Meter. Der Bomber 22 Meter. Der frisst gerade, ich weiß, was soll ich machen? Was du machen sollst, ich weiß auch nicht. Darf nicht bisschen vorder hin. Ja, mit Bogen weiß ich jetzt gerade nicht. Schönes Tier, aber sieht schön aus. Der Preis schmäler ist. Und ja, er hat mich entdeckt. Ich hab nichts gemacht. Hat der Wind gedreht. Gut, weg ist er. Welche Richtung? Wo ist denn der jetzt hingerannt? Irgendwo dahin. Also da aufwärts in die Richtung. Gut, Freunde, wir sind aber erstmal fertig für den Part. Das Viech zu finden wird interessant. Jetzt hat was gerufen. Das ist wieder eine, auch eine neue Spur. Ja, aber die ist komplett hinter mir. Richtig. Ja, es wird eine interessante Aufgabe, das Viech zu finden, denn ich habe keine Spuren mehr hier mehr. Ich gehe erstmal wieder zurück und gucke mich dann nochmal genau um. In dem Sinne, bis zum nächsten Part. Tschüss. Tschüss.